Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei Warfriends. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Fight, checken natürlich den Gegner ab und müssen gucken, was hier am Ende geht. Ich hoffe natürlich, dass wir ihn finden, den wir irgendwie platt machen können. Aber wie gesagt, versprechen kann ich erstmal nichts. Von daher müssen wir erstmal gucken. Boah, der hat schon wieder einen Hubschrauber am Start. Das ist natürlich eine miese Kiste. Also ich glaube, da kriegen wir ja schon auf die Mütze. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ingenieur hat er auch. Also ich denke, der ist natürlich auf jeden Fall von den Truppen her natürlich schon uns weit voraus. Aber wie gesagt, wir probieren es. Wir gehen einfach mal in den Kampf und gucken einfach, ob wir hier eventuell dann doch eventuell was auf die Kette kriegen. Also wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Yeah, Baby, wir haben es gepackt, Alter. Das war auf jeden Fall eine richtig harte Kiste. Habe ich auf jeden Fall nicht mit gerechnet, dass wir das hier am Ende noch packen. Aber ich muss sagen, naja, manchmal hört da auch ein bisschen Glück mit dazu. Von daher haben wir den Sieg in der Tasche. Das ist natürlich erstmal richtig cool für uns. Was haben wir hier, was haben wir hier? Nö, wollen wir nicht. Wir gehen erstmal fortfahren. Sammeln dann erstmal die XPs ein, würde ich sagen. Checken nochmal unsere Aufträge und sehen, ja, hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Bei 336 so ein Teilen sind wir hier. Also das seht ihr natürlich selbst, also goldtechnisch. Müssen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was sammeln. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal fortfahren. Gehen dann natürlich, sagen hier erstmal später. Gehen dann hier erstmal auf Weiter. Und dann checken wir natürlich erstmal ab, ob wir unsere Armee irgendwie ein bisschen erweitern können. Also klar, ich hätte natürlich schon gerne hier die Cobra mit am Start. Aber ihr seht natürlich, 339 brauchen wir, 336 haben wir. Das haut auf alle Fälle erstmal noch nicht hin. Hier brauchen wir 399. Hier könnten wir zuschlagen für 169.999, würde sagen. Das machen wir auch erstmal. Haben jetzt den auf alle Fälle auch erstmal am Start und trainieren den natürlich auch erstmal. Dauert 11 Minuten, um genau zu sein. Dann haben wir hier natürlich noch Kollegen mit am Start, da könnten wir natürlich auch nochmal zuschlagen. Ich meine, für 87.000 den Fallschirmjäger wäre natürlich auch eine Option, aber ob ich es mache, weiß ich natürlich auch noch nicht so genau. Aber ich denke eigentlich, dass es sinnvoll wäre. Können ja nochmal zurückgehen. Waffentechnisch können wir nämlich auch zuschlagen. Und zwar haben wir hier natürlich auch wieder gut derbe was zu holen. 199 können wir uns gerade nicht so wirklich leisten. Das ist natürlich nicht so geil. Von daher würde ich natürlich sagen, wir haben hier erstmal noch ein bisschen sparen und werden dann später zuschlagen. Also ich denke, das ist dann die sinnvollere Variante. Hier könnten wir natürlich auch zuschlagen für Gold. Aber wie gesagt, ist mir halt ein bisschen zu happig. Von daher denke ich, dass wir da auch noch ein bisschen warten müssten. Hier können wir auch zuschlagen für einen Raketenwerfer.
Für 179.000 wäre natürlich auch eine Option. Wollen wir das machen oder wollen wir es lassen? Der ist jetzt auf 21, den könnten wir natürlich auch noch pimpen. Der hat jetzt eine Power von 1600 ein bisschen, 1700 hätte der. Ist natürlich nicht so einfach. Ich weiß nicht, was würdet ihr machen? Ich hätte natürlich hier noch gerne ein paar Wummen, die wäre geil. Aber wie ihr sagt, hier so viel Gold habe ich auf jeden Fall nicht am Start. So lange muss ich auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall noch ewig lange sparen, bis es soweit ist. Ich würde sagen, die holen wir uns erstmal. Für 14.000. Wir können aber auch sagen, wir holen uns die für 179.000. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was sagt ihr, was würdet ihr tun? Ich würde sagen, wir schlagen jetzt hier erstmal zu, dann haben wir wenigstens kohletechnisch erstmal klar ein bisschen was ausgegeben. Aber könnten dann natürlich, hier wird natürlich auch geil, 199.000. Von daher würde ich sagen, lassen wir das erstmal waffentechnisch, lassen wir das erstmal sein, sparen jetzt erstmal wieder. Aber wir könnten natürlich erstmal ein bisschen was upgraden, wenn wir wollten. Aber ach, ich würde sagen, das lassen wir auch. Sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder und checken da auf jeden Fall ab, ob wir da eventuell den nächsten Sieg nach Hause holen können. Also wie gesagt, geil wert, wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.